Ja, willkommen zum Teil 3 meiner kleinen Serie zum Thema Mikronährstoffe. Heute mal nicht auf dem Acker, sondern wie im Hintergrund zu sehen ist, vorm Güllepott. Die Gülle wird ja auch immer gerne als das braune Gold bezeichnet. Beim Thema Mikronährstoffe höre ich oft die Aussage, wir fahren ja so viel Gülle, da ist eigentlich alles drin. Mit Mikronährstoffen haben wir keine Probleme. Ein Blick auf diese Abbildung offenbart jedoch, wie komplex das Thema Nährstoffe generell ist. Wir haben teilweise synergistische Wirkungen, aber auch Antagonismen. Sehr ausgeprägt ist zum Beispiel der Antagonismus zwischen Phosphat und Zink. Eine hohe Phosphatversorgung führt schnell auch zur Bindung und Festlegung von Mikronährstoffen, was insbesondere beim Zink sehr ausgeprägt ist. Wo findet auch die meiste Gülledüngung statt? Tierhaltung ist in der Regel da eher stärker präsent, wo ackerbaulich nicht so viel zu holen ist. Das heißt, schwächere Standorte, die von sich aus ein höheres Oxidationspotenzial bieten, teilweise auch humose Böden, wo wir eine höhere Mikronährstofffixierung auch haben. Unterm Strich müssen wir festhalten, dass wir gerade bei einer intensiven Gülledüngung keine Körner zu verschenken haben und dort auch kein Risiko eingehen dürfen. Kulturspezifische Cocktails wie Yaravita Getreide Plus decken auf der einen Seite die gesamte Nährstoffpalette ab, auf der anderen bieten sie aber auch ein entsprechendes ausgewogenes Verhältnis der einzelnen Nährstoffe zueinander. Nur wenn das gesamte Düngepaket stimmt, können wir die Gülle auch mit maximaler Effizienz einsetzen und können dann natürlich auch einen ackerbaulichen Mehrwert aus der Gülle generieren.